Isaac and his mother. So, hallo, wir machen weiter bei Isaac und es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Ich weiß, ich werde es bereuen. Aber ich will. Also, es reizt mich einfach. Jedes Mal, wenn die Aufnahme durch ist, so bin ich gefrustet, weil es nicht funktioniert hat. So, aber jetzt wieder kurz vor der Aufnahme bin ich wieder so, nee, vielleicht habe ich ja Glück und bekomme irgendein brauchbares Item. Was ich mir zum Beispiel überlegt habe, ein Item, ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren würde, aber es gibt doch dieses Steinstatuen-Item. Also was diese Fähigkeit von Mario aus SMB3 zu einer Statue zu werden vereint. Und dann ist man doch unverwundbar. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. Irgendwie darf man nicht schießen und dann wird man eine Statue. Sollte ich dieses Blatt bekommen aus Millionen Items, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber sollte ich dieses Blatt bekommen, ist das nicht das perfekte Item für diese Challenge? Also es gibt halt wirklich Items, mit denen diese Challenge echt gut laufen könnte. Zum Beispiel ja Little Chub. Also Little Chub war ja echt eine gute Sache. Und es ist einfach eine schwierige Challenge. Und ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen... Ja. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen Zeit rein investieren. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Das werden wir mitnehmen. Das ist am besten. Das ist perfekt. Ach ja, Mensch. Oh, okay. Wir haben eine Labyrinth-Stage. Da geht's doch mal schon mal schön los. Das war schon mal ein super Treffer auf jeden Fall. Damit hat sich der Satan-Deal schon so gut wie erledigt. Aber hey. Mach Boom. Aber du machst gar nicht Boom. Pille? Experimental Pill. Range up, speed down. Okay, also die Experimentierpille ist absolut nicht mein Freund. Die ist immer so... Also die hat jetzt nichts Schlimmes gemacht. Der Speed ist jetzt nicht so dramatisch wichtig hier noch, aber die ist insgesamt jetzt nicht eine Pille, die ich freiwillig einsetzen würde, weil man halt nicht weiß, was sie tut. Aber ich weiß, das ist gerade ihr Effekt. Ich habe das schon verstanden, bevor ihr jetzt wieder mich für doof haltet. Deswegen heißt sie ja Experimentierpille. Eben weil es ein Experiment ist, sie einzusetzen. So. Ich hoffe ja, wir finden als erstes den... Und ich habe jetzt übrigens gelernt, das habe ich unter einem der Videos gelesen, von Aggressor hat das geschrieben, wenn so Fässer sind, Fässer, die explodieren, die kann man verschieben. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Also wahrscheinlich wusste ich schon, aber ich habe sie da verdrängt. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich wusste es noch nicht. Okay, hier ist schon mal der Shop. Den können wir schon mal besuchen. Und jedes Mal sage ich so, das ist jetzt mein letzter Aufnahmepart von dieser Sache. Aber immer wenn ich dann wieder vor der nächsten Aufnahme bin, bin ich einfach wieder so, ich will es nochmal probieren. Ich will es nochmal probieren. Ich weiß halt nicht, ob ihr wollt, dass ich es nochmal probiere. Ich glaube, das ist eher das Problem. So, dass ich die ganze Zeit im Kopf habe, jetzt versuche ich es nochmal und dann gefällt es den Leuten nicht, die zuschauen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist am ehesten das Problem. Wenn ich sozusagen wüsste, ihr seid so, ja komm, versuch ruhig. Und wenn du 10 Versuche und 10 Parts brauchst, ist egal. Dann glaube ich, wäre es leichter. Aber so weiß ich halt nicht, ob das, was ich tue, ja... soll ich sagen, die Nachfrage befriedigt. In Anführungszeichen. Ich meine, der Kanal ist nicht mein... Nehme ich auf? Ja. Der Kanal ist jetzt nicht mein... mein Lebenswerk, so im Sinne von der muss gut laufen, sonst ne, ich verdiene damit ja kein Geld. Aber ich möchte natürlich trotzdem schon zumindest Videos machen, die Leute sehen wollen. Und natürlich... Yo!
Und natürlich divergiert es da auch wieder so. Die einen sagen dann, ja, nee, ist okay, klar, kannst du das spielen. Und die anderen sagen, nee, lass das bleiben. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Das ist ja auch wieder klar. Wow, das ist der beste Raum überhaupt. Einfach zum Aufladen. Nice. Und es gibt sogar noch ein Herz. So, Satan Deal ist immer noch bei 48%. Ich gehe ganz kurz in einen Raum noch rein, dass wir uns wieder aufladen. Dann machen wir den zweiten Boss. Das sind die Fässer, die kann ich verschieben. Muss ich die erst ein bisschen anschießen, dass ich die verschieben kann? Ich glaube, es sind andere Fässer, die ich verschieben kann. Ich dachte, es sind die hier. Also, ich kann die obviously... Ich glaube, es gibt noch welche, die so ein bisschen anders aussehen, aber die kann ich obviously nicht verschieben. Ich hab's... Also, ihr seht, ich hab's probiert. Die kann ich obviously nicht verschieben. Dann müssen es andere sein. Dann müssen es andere Fässer sein. Wir gucken mal, ob wir sie irgendwann finden, die Fässer, die ich verschieben kann. Es gibt jedenfalls offenbar Fässer, die man verschieben kann und die explodieren. Wir waren jetzt nicht mehr sicher, wie sie aussehen. Das war halt jetzt ein Fass. Aber wahrscheinlich gibt es auch da eben wieder völlig verschiedene. So, jetzt einmal fix Boss Nummer 2 und dann Stachelraum, weil Herz ist ja da zum Aufladen und dann gucken wir, was die Ebene noch so bietet. Jetzt nach Möglichkeiten nicht mehr treffen lassen. Wir sind immer noch bei 48% Satan-Deal-Wahrscheinlichkeit. Speedup ist nice. Da wir eh ein Speeddown durch die Pille bekommen haben, ist ein Speedup ganz nice. Jetzt Stachelraum. Da kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Wir haben so viele Herzen hier rumliegen, selbst wenn ich bis auf mein letztes Herz runterdroppe. Ach scheiße, ich habe keine... Komme ich da ran ohne Bomben? Okay. Man kommt ran, aber es ist nicht so gesund. Lockdown. Natürlich nicht so geil. Alter, wenn mich das jetzt auf ein halbes Herz gedroppt hätte, das wäre der Worst Case gewesen, aber real talk. Junge. So. Fucking Hämatemesis Dings. Aua. Aua. Ja, aber das ist der letzte Raum. Der wird mir jetzt auch nicht noch irgendwas Brauchbares geben, außer dass ich Energie hier verliere. Was ich nicht wollte. Stabil. Ja gut, wir kommen mit voller Energie wieder aus der Ebene raus. Das ist in Ordnung. Aber das war's dann auch schon. Wait, waren wir im Shop schon drin? Ach ja. Da alles vergessen. So. Hier das Herz holen und hier die 1,5 Herzen holen. Aber es ist jetzt genau aufgegangen. Das ist auch wieder witzig. Es ist jetzt wirklich genau aufgegangen. Wenige hätte ich nicht haben dürfen. Auch gut. So. Was ist eigentlich? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt... Ist ein normaler Challenge-Raum, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich habe ja sonst, es gibt doch sonst auch Challenge-Räume, in die du nur mit vollen Herzen reingehen kannst. Und dann gibt es Challenge-Räume, in die du nur mit einem halben Herz reingehen kannst. Jetzt bin ich in den reingerannt, als ich voll war und bin drin mit einem halben Herz. Ich finde das gerade interessant. Eigentlich hätte ich gar nicht reingedurft. Das heißt doch, der Effekt... Das Kreuz hat mich jetzt erst hier drin getroffen, oder wie sehe ich das? Was ist das? So eine Zunge. Oh boy, der ist gefährlich. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Aber ich muss sagen, die zwei Schlüssel hier zu opfern, das war's. Na gut, okay, ich krieg meinen Schlüssel zurück. So, was bist du? Judas Zunge. Ich muss mal ganz kurz Judas Zunge nachgucken. Die finde ich aber ganz schnell jetzt, weil das ist ein Trinket. Da muss ich nicht die ganzen Items durchlesen. Das ist einfach nur ein Rebirth-Trinket. Items, die zwei Herzen kosten im Deal mit Devil, werden auf ein Herz reduziert. Ach ja. Coole Sache. Nichts für mein Schalzhart. Okay. Okay, aber... Achso, ja, gut, da ich den Raum geschafft habe. Ja, okay. Ist egal. Aber wieso habe ich jetzt eigentlich kein Herz bekommen? Ich habe jetzt so viel... Wow, oh, oh mein Gott, die Fliege hat mich fast gemacht. Ich habe so viel in dem Raum gekämpft und ich bekomme nicht ein Herz zurück. Das ist... Oh, ist das frech. Ach, komm schon. Okay, erstmal die ganzen kleinen Fliegen erledigen. Jo, die war böse. Die hätte fast schon wieder mein Leben beendet. Und das Herz, wenn jetzt ein Herz droppt, droppt es in der Mitte. Ich raste aus. Du kannst mich mal spielen. Du kannst mich mal. So hart kannst du mich mal. Alter. Jetzt kriege ich kein Herz, natürlich. Das ist... Das ist halt echt deren Ernst. Hättet ihr nicht einen Schlüssel da droppen? Muss das hier das Herz sein? Wow. Das gibt's doch nicht! Alter! Ihr wollt mich doch foppen! So, das haben wir in der letzten Runde gelernt. Die Dinger kann ich auch so explodieren lassen. Ich mache das gerade, weil die könnten eine Karte droppen. Und die Karte könnte was... okay, keine Karte. Ciao. Alter, ich habe jetzt zwei Herzdrops. Und beide nicht erreichbar. Wenn das gerade ein wirklich wichtiger Run wäre, im Sinne von, ich habe schon viel erreicht. Ich wäre so sauer. Na, stellt euch vor, so eine Situation hier in Boom oder in Sheol. Alter. Und hier ist es mir echt gerade egal. So, wir sind in der dritten Ebene gerade mal. Also keine Ahnung, wenn es jetzt schief geht, geht schief. Aber, was ist das für ein verdammtes Pech? Danke. Mein Gott. Dad's Key. Aber Dad's Key ist ein Active-Item, richtig? Ist Dad's Key ein... Dad's Key ist ein Active-Item. Das heißt, ich müsste mein Buch dafür hergeben. Käme dafür aber schnell überall durch. Puh.
Ah nee, das ist Momsky, was? Das ist Momsky. Plus zwei Keys, doubles the yield of hearts, coins, bombs and keys that spawn from non-red chests. Oh, okay, das würde ich mir holen, wenn ich das Geld dafür bekomme. Das würde ich mir holen, wenn ich das Geld dafür bekomme. Das würde ich mir... Ich dachte, es ist Dad's Key. Es ist nicht Dad's Key. Wenn ich das Geld zusammenbekomme, würde ich mir das... Okay. Also, wenn ich das Geld bekomme, würde ich es mir holen. Luck up. Damit ist zumindest der Luck-Down-Effekt wieder weg. So, aber... Ich gehe mit einem Herz, gehe ich nicht zum Boss rein, ne? Ja, aber das war's. Ja, das war's. Oh, shit. Neun Herzen, genau. Scheiße. Ich krieg nix zusammen. Ich komme nicht an die Herzen hier ran. Ich komme nicht ans Geld ran. Ich könnte einen Geheimraum versuchen. Ich könnte einen Geheimraum versuchen und hoffen, dass da drin Geld ist. Hier kann er schon mal nicht sein. Hier drüben kann er auch nicht sein. Hier wäre möglich. Hier wäre möglich, dann kann er eigentlich nur hier sein. Wobei, er könnte auch zwischen Challenge und Dings sein, ne? Ja, hier könnte er auch sein. 50-50 Chance. Probier's hier, ich habe halt nur eine Bombe, das ist das Problem. Gib mir Geld! Okay, aber das halbe Herz nehme ich auch gerne mit. So ist es nicht. Das ist leider nicht, was ich wollte. Aber es ist ein halbes Herz. Das halbe Herz ist am Ende noch wichtiger als alles andere. So. Was bist du denn? Oh, du bist der Dude. Bei dir bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was du tust. Aha, du machst es in groß, diese Kugel. Okay. Bruder. Alter. Geht die Flamme noch wieder weg? Ja. Okay. Jetzt machen wir doch schon zwei. Junge, mach die Kacke weg. Hör auf damit. Jetzt kriege ich einen Satan-Deal. Und ein Tears-Up. Und das ist wieder der Dings, den nehme ich mit. Den nehme ich. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist genau der hier, der Typ. Die nehme ich sehr gerne mit, weil die helfen mir. Sind leider keine Garantie oder so für einen Sieg, aber sie helfen mir. Okay. Okay, das ist eine Telepille. Kann der mir Herzen holen? Nee, ne? Der kann nicht. Hier, hol mir das mal. Check das aus. Kann er nicht. Hab ich schon gedacht. Was kannst du eigentlich? So. Telepilz. Was haben wir hier? Infested.
Nee. Was haben wir hier? Range Down, das ist natürlich kacke. Okay, wir nehmen mal Telepilz mit. Für, weiß ich nicht, irgendwas. Irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Ich könnte Säckchen holen und auf Herzen hoffen. Ich kriege den Key, kriege ich eh nicht. Okay, ich habe Bomben bekommen. Das ist auch okay. 3 Bomben für 7 Münzen. Ich denke, damit kann man leben. Mehr kann ich hier nicht tun. Ich gehe jetzt auch nicht in den Stachelraum. Ich meine, ich könnte ein halbes Herz opfern, in den Stachelraum gehen und mich rausporten. Aber... nee. Nee, ist mir zu riskant. Nachher geht da irgendwas schief. Okay. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Okay. Da ich mit dir eh nichts machen werde, kann ich dich auch sprengen. Das war ja gerade dumm. Oh mein Gott. Bin ich hier irgendwo im Nirgendwo gelandet und muss mir mein halbes Herz holen. Ah, verfluchter Mist, wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Ich wollte verfluchter Mist sagen. Nichts anderes. Oh mein Gott. So. Da ist ein Herz. Ja. Yes, da ist ein Herz gedroppt. Sehr gut. Und hier hört der Weg schon auf. Das ist ja super. Das ist ja ganz super, wie der Weg hier aufhört. Komm, gib mir Herzen. Lass mich mal. Okay, immerhin muss ich jetzt keine Bomben mehr opfern, um irgendwelche Räume zu dingsen. Das ist bestimmt für... okay, interessanter Raum. Den fühle ich jetzt nicht so. Hilfe. Junge, 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 Junge. Ah, stopp! Da war ein anderes Fass. Da war ein anderes Fass dabei. So eins hätte ich wahrscheinlich schieben können. Also jetzt haben wir kurz verschiedene Fässer gesehen. Ich will eigentlich nur dahin zurück, wo dieser Schlüsselraum war, ganz am Anfang. Ich war so überrascht, dass der da war, dass ich einfach Q gedrückt habe. Das ist nicht... oh, cool. Cooles Ding, aber... gerade nicht, ne? Gerade nicht. Ah, das da wollte ich haben. Okay, wartet ganz kurz. Ich muss hier einmal ganz fix... okay, hi. Wenn die Lust ausgebremst wird. So. Nee! Larger ist nicht, was ich wollte. Ich wollte nicht noch eine größere Hitbox haben, danke. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich nicht bestellt. Ey, jetzt haben wir so coole Kisten in dem einen Raum, ne? Wir kommen einfach nicht ran. Und ich könnte sie halt einfach öffnen. Oh shit, was ist, wenn es da weitergeht eigentlich? Nee, da kann es nicht weitergehen. Das ist ein Einzelraum nach oben. Okay. Dann werden wir da nie wieder hingehen. Alter, mach dich da unten mal weg jetzt erstmal. So, danke. Junge. Ah, ich hätte jetzt wieder hier. Okay, eigentlich müsste ich für immer für Münzen kurz den Penny holen, ne?
dass ich mehr Münzen kriegen kann. Eigentlich müsste ich das tun. Wenn jetzt wieder ein Herz droppt und das Herz droppt da drüben. Aber eigentlich droppt es ja... Puh! Ja, okay, es droppt über... Aber wenn in den Flammen ein Herz droppt. Unerreichbare Herzen. Okay, 7 Bomben. Ja, komm. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Herzen drin sind, ist halt leider nicht null. Entsprechend tun wir es. Wenn wir schon Bomben hergeben, dann gucken wir auch hier rein. Vorsicht vor den Flammen des Todes. Weg mit der... Alter. Böse Flamme. Da ist wieder so ein Fass. Das hat so... Sieht so anders aus. Ich versuche das mal kurz zu schieben. Ich hoffe, ich schieße nicht versehentlich daneben. Dagegen. Ich will aber... ich bin mit dem Feuer... Nee, wir probieren das mal anders aus mit dem Fass. Ich weiß jetzt, dass es diese Fässer gibt. Wir probieren das mal anders aus, wenn es sein muss. Gerade muss es nicht sein. Aber das war jetzt gerade echt blöd. Dass ich jetzt auf die Art und Weise wieder meine Herzen verloren habe. So, aber euch schiebe ich zusammen. Dass ihr auch ja mit einer Bombe in die Luft fliegt. Und ich bin wieder kleiner geworden. Ist es denn zu fassen? Ich bin wieder klein und ich habe wieder Herzen bekommen. Sensationell. Das Spiel hatte ein Einsehen. Und der Raum hier ist kein Problem. Wir kommen also mit 2,5 Herzen zum Boss. Vielleicht mit 3,5 Herzen, weil vielleicht kriegen wir hier jetzt ja guten Stuff. Die Bibel. Bibel, Bibel, Bibel. Wisst ihr, was ich damit jetzt tue? Erstmal kaufen wir das hier noch, weil das kenne ich nicht. Das bestimmt ein HP ab. Trinket Melter? Nein, das klingt nicht gut. Das klingt gut, als das klingt, als würde es mein Trinket zu irgendwas verarbeiten. Das setzen wir nicht ein. Oh, jetzt habe ich allerdings. Nein, jetzt habe ich eine Münze zu wenig. Nein, jetzt habe ich eine Münze zu wenig. Nein, das wollte ich nicht. Gib mir Geld. Das ist nicht Geld. Nein, ich habe eine Münze zu wenig. Okay, wir machen kurz den Boss und hoffen, dass wir da nochmal Geld kriegen. Ich habe gerade richtigen Mist gebaut. Ich habe gerade richtigen Mist gebaut. Oh, no, 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 no. Kein Geld. Aber es sei es down, sehr schön. Hier mal die Dingsbums, brauche ich nicht. Geld. Oh yes, oh yes, oh yes. Wir müssen sowas von die Bibel mitnehmen. Ich verliere jetzt zwar mein Buch, aber es ist mir so egal. Wir müssen sowas von die Bibel mitnehmen. Erstens bringt mich die Bibel durch den Marmkampf, zweitens bringt mich die Bibel durch den Herzkampf. Bei Satan darf ich sie nicht einsetzen, da gehe ich dann drauf. Drittens... Was ist das denn? Damage up, ah ja, nice. Drittens kann ich jetzt hier einfach mir das Zeug holen. Das ist sehr, sehr nice. So, und jetzt kann ich ja mit immer mit 4 blauen Herzen, kann ich jetzt jeweils, das muss man noch bedenken, ich kann es mit 4 blauen Herzen jeweils den Stuff machen. Schade. Das ist es mir wert. I don't care. I don't care. Das ist es mir wert. So. Okay. Schauen wir mal, wohin uns das jetzt noch führen wird. Weiter im Programm.
Curse of the Lost, okay. Nützt mir nichts, aber ist egal. So, schön ausweichen am Anfang, sonst ist alles wieder vorbei. Das ist nicht die Karte, die ich brauche. Oh, der ist noch nie tot. Da ist mein Herz. Yes, sehr schön. Herz ist da. Okay. Der ist grundsätzlich... Wie hoch ist meine Range? Na. Von da aus komme ich nicht ran. Soll ich meine... Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Oh, der macht die. Der erledigt die. Ich lass ihn von meinen Leuten erledigen. Ich mache jetzt nichts kaputt. Ich befreie mich. Ich gehe da erst rein, wenn der... Was machen meine Todbringer hier? Komm. Meine apokalyptischen Reiter. Zack. Zack. Jawohl, hau rein. Mach sie fertig. Ja, ich meine, gut, jetzt kann ich auch. Jetzt kann ich auch selber. Du! Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der so schnell hier hochschießt. Das war nicht der Plan. Irgendwas fehlt noch. Irgendeiner fehlt noch. Da muss noch irgendein Häufchen unterwegs sein. Ja, wait. Oder? Nee, die Türen sind offen, gell? Ah, okay. Infested. Halt, ich wollte Infested einsetzen. So. Ja, aber jetzt habe ich wieder nur mein halbes Herz. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Also wenn ich jetzt drauf gehe, habe ich es verdient. Kommt der zu mir rüber? Kann der zu mir rüber? Der tut nichts. Der tut gerade so, als ob er nicht rüber könnte. Der kann nicht rüber. Okay, stabil. Aber auch kein guter Raum, weil nichts bekommen. Was war das auch mit Schisch? Ah. Brimstone! Brimstone-Drecksdinger. Und das ist wieder eine Sackgasse. Der Raum ist durch, wenn wir den hier haben. Wie ich denn mit einer Bombe? Ach, das ist der Raum. Ja, ergibt Sinn. Okay, auch der Raum wird klar. Bitte gib mir ein Herz. Yes. Ich hab's zwar nicht verdient, weil ich echt kacke gespielt habe, aber yes. Dann geht's nur hier weiter, okay. Dann geht's nur hier weiter. Dann kann ich nur nach da. Verzieht euch. Yes! Hier kann ich auch nur geradeaus weiter. Okay, das ist ein schöner Raum. Da gehen wir mal eben durch die Stecheln durch. Oh, ich muss aufpassen. Ich wollte gerade sagen, da sind Stacheldinger am Rand gewesen. Weil ich konnte es... Ich habe echt versucht, dran vorbeizulaufen, aber irgendwie ist er nicht dran vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, warum. Naja. Ich bin fast voll, insofern ist es nicht ganz so schlimm, aber... ist trotzdem ärgerlich. Okay, ich kann durch den Raum einfach durchlaufen. Ich muss nur dran denken, dass, wenn ich jetzt zurücklaufe irgendwie, dass es diesen Raum gibt. So, aber wir sind... Herztechnisch sind wir okay. Shop würde mir jetzt nicht mal was nützen, weil ich kaum Geld habe. Ich habe Angst, weil die Feuer schießen. Ich würde zwar gerne hinlaufen, aber die Feuer können schießen.
bin da sehr... soll ich probieren und gucken? Ich könnte sie sprengen, die Feuer. Zumindest das erste. Dann mir schnell die Dings holen. Ich hab 3 Bomben. Na komm. So. Naja. Halbes Herz mehr. Halbes Herz mehr. Jetzt kriege ich die goldenen Bomben. Und der erste Versuch ist direkt der Geheimraum. Jetzt wollte ich sagen, jetzt kann ich ja alles sprengen und kann ein bisschen rumprobieren, bis ich den Geheimraum finde. Und jetzt kann man auch noch den Job suchen. Aber da ist einfach der erste Versuch der Geheimraum. Das ist frech. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch noch den Job. Vorsicht vor Brimstone-Viechern da. So, die anderen können mich mal, die interessieren mich nicht weiter. Weil deren Reichweite ist... Oh, ja. So schlecht wie meine. Bisschen näher kann ich noch ran. Okay. Nice, nice, nice. So, ich habe ja unendlich Bomben, also spreng ich jetzt alles, was ich sehe. Ich muss auch nochmal zurücklaufen, jetzt die Wege. Shop. Ich muss auch gleich nochmal zurücklaufen, auf jeden Fall. Oh, ich hasse diese Dinger. Nice. Das Poke-Go-Ding. Das Poke-Go-Ding. Ich glaube, das ist ganz... Ich glaube, das hier war... War das mehr Trinkets? Dass ich mehr Trinkets tragen kann oder sowas? War das das? Das ist Mom's Purse? Es ist Mom's Purse und ich kann 2 Trinkets tragen. Genau. Lasst mich kurz nachdenken. Aber ich... meine, dann könnte ich wieder ein cooles Trinket noch zusätzlich mitnehmen. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich krieg sogar 1, ne? Ja. Jetzt muss ich mich nur wieder fragen, wie werde ich die los, wenn ich die nicht will? Ich muss Steuerung drücken, gell? Genau, auf Steuerung. Also wenn ich ein Trinket ablegen will oder irgendwas falsch mache, dann Steuerung. So, und Poke-Go nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. So, okay. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen und... dort sprengen, wo... Oh Gott, das ist immer noch ein furchtbarer Raum. Ach so, warte mal. Ich hab doch hier was. Kann doch hier, Dings. Moment. Muss mich kurz konzentrieren. So. Muss mich kurz konzentrieren, eine Taste zu drücken. Dann komme ich jetzt auch hier ran. Sehr stabil. Und dann liegt hier auch noch ein Herz jetzt rum. Sehr gut. So, ist hier noch irgendwo ein komischer Stein? Nee, ne? Noch einer ist hier nicht. Okay, wir müssen ganz kurz hier zurückgehen. Jetzt haben wir nämlich hier noch einiges zum Sprengen. Okay. Ich glaube, hier war auch noch irgendwo ein Toten... Oh, 2 Totenköpfe sogar. Okay, da könnte ich jetzt mal üben. Ich glaube, die kann man nicht sprengen. Nee, man kann... Also die kann man auf keinen Fall beide sprengen gleichzeitig. Das geht nicht. Offensichtlich geht das nicht. So, was war hier unten? Das ist auch alles in Ordnung. Ich kann mal gucken, ob hier zufällig ein anderer Geheimraum ist, aber der wird ja eher in der Nähe vom Boss sein. Davon kann man ja normalerweise ausgehen. Ah, hier kann ich noch sprengen. Auch hier wird nichts sein. Auch da wird nichts sein. Wäre komisch. Ich denke, der ist in der Nähe vom Boss, wie es halt normal so ist. Potenziell können wir jetzt noch hier sprengen. Und hier. Und hier.
Es wäre auch jetzt, wär jetzt echt komisch gewesen, wenn da was wäre. Ja gut, da ist der Stachelraum. Den können wir nachher machen. So, wenn das Herz hier liegen bleibt und ich das nicht noch brauche für was anderes, kann man den Stachelraum nachher noch machen. Oh, auch ein interessanter Raum. Vor allem, da ich jetzt ja unendlich Bomben habe. Ist das ein sehr stabiler Raum. Mein lieber Scholli, ist der Raum stabil. Steine kurz kontrollieren. Sieht nicht besonders aus. Hier eine Bombe setzen, abhauen. Hier eine Bombe setzen, abhauen. Okay. Aber jetzt dürfen wir gleich beim Boss angekommen sein. Hier hört der Weg auf. Okay, ich bin offensichtlich irgendwo falsch abgebogen. Ich will jetzt auch nur ein halbes Herz mitnehmen. Irgendwo muss ich einen Weg übersehen haben, weil... Wo habe ich denn... Hä? Hier runter? Hier runter? Ah, hier geht's noch nach rechts. Da waren wir noch. Yo! Yo! Gib mir Pretty Flies. Luck-Up nehme ich auch sehr gerne mit, weil Luck-Up sorgt dafür, dass meine Herzen öfter droppen. Ja, okay. Ja, okay. Wir nehmen den Dollar. Wir nehmen den Dollar und gehen einfach noch eine Runde shoppen. Ist in Ordnung. Kein Problem. Ja, kein Problem. Wir nehmen einfach den Dollar. Ist okay. Na komm. Bevor wir nachher nicht voll sein sollten, laden wir es jetzt gleich auf. Was soll's? Wir haben's ja. Okay, ja, also der Raum hier war noch neu für mich. Und das hier ist jetzt auch noch neu. Aber es ist ja noch nicht mal die Marmebene, ne? Ich muss hier noch nicht mal die Bibel einsetzen. Jetzt gar nicht aufladen müssen, aber es ist egal. Goldene Bombe it in. Wollte ich nicht. Ich wollte hier gar nicht reinlaufen. Bin ganz ehrlich, bevor ich hier ein Herz verliere, ich weiß, es liegen genug rum. Machen wir einfach den hier. Scheiß drauf. Okay, hier ist er schon mal nicht. Jetzt wollte ich da fast reinlaufen. Das wäre es gewesen. Alter. Ich verstehe schon, wir sammeln erstmal kurz die Herzen ein, die wir gerade schön freigeschaltet haben. Ja, irgendwo muss da ja sein. Oder wir nehmen die Herzen. Das ist auch okay. Also, Stachelraum ist auf jeden Fall auch noch unsere Option. Jetzt erstmal Boss. Jetzt erstmal Boss weghauen. Ich habe leider halt kein Buch mehr. Ne? Ich muss jetzt normal kämpfen. Aber das ist halt die Kosten... Sind halt die Kosten der Bibel. Oh nee. Oh nee. Du hast mir den letzten. Irgendeinen der Ones hast du mir böse verhauen. Aber jetzt habe ich Verstärkung dabei. Diesmal nicht. Aber wie oft die mich treffen. Also. Wie schlecht ich einfach im Ausweichen geworden bin, ne? Das ist unfassbar. Was ist das denn? Okay, also im Normalfall schieße ich... Ich schieße an sich normal, aber ich kann die Tränen kontrollieren. Ist das neu? Das kenne ich noch gar nicht. Aber ich kann... Also es ist jetzt kein schlechtes Item. Ich kann ganz normal schießen. Aber wenn es halt notwendig ist, kann ich die Tränen auch einfach... Ne? Kann ich auch so machen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Spricht nichts dagegen, das zu nutzen. So. Weil ich habe ja keinen Nachteil. Ich schieße ja nicht anders. Ich kann ja auch ganz normal geradeaus schießen, wie vorher auch. Also da ist überhaupt kein Nachteil jetzt entstanden. Das ist cool. Ach so, ja, sehe ich nichts. Das ist sehr, sehr stabil.
So, und das war's hier auch. So, wir gehen. Wir gehen, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Abflug. Maschine habe ich gespielt, Job habe ich gekauft. Mehr kann ich nicht tun. Abflug. Lange, lange Ebene, was soll's. Marm-Ebene. Schön wäre jetzt mit der... Och, ich erschreck jedes Mal. Ich erschreck jedes Mal bei der Scheiße. Schön wäre jetzt mit der Bibel, ne? Direkt zu Marm, aber das Problem ist, ich muss jetzt halt erst wieder mein halbes Herz mir spielen. Wünscht mir Glück. Jetzt kommt es wieder drauf an. Jetzt ist wieder der Moment der Wahrheit. Alter, ich bin gerade so erschrocken, als der hier aufgetaucht ist. Und einfach auf mich schießt. Hallo. Du machst mir Angst. Auf. Als wäre ich böse oder so. Hier, gib mir Herzen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So viele Möglichkeiten, Herzen zu bekommen, ich krieg sie nicht. Sag mal, schießt der auf mich oder was ist los? Nicht, dass der irgendwann plötzlich böse wird. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... ist ein bisschen creepy, wenn der immer auf einen schießt. So. Gefährlicher Raum. Oh Gott, der ist gefährlich. Ja, deswegen. Ganz gefährlicher Raum. Ganz, ganz gefährlicher Raum. Aber es ist immer... Oh, die Challenge macht echt Spaß. So. Also ich weiß nicht. Ich... Es reizt halt aus, ne? Es reizt halt enorm, es zu schaffen. Es ist halt ärgerlich, weil es immer auf diesen einen Moment ankommt. Und wenn man dann halt in so einen Raum reinstolpert, wie gerade eben, und dann ist es halt vorbei, so... Dann ist das halt so. Dauert nichts zu lang, die Kacke hier. Umso mehr fühlt es sich dann gut an, wenn man es mal geschafft hat. Irgendwann. Oder. Aber das war jetzt halt wieder so ein Raum, da war so viel los. Ich komme in solchen Räumen nicht klar. Kommt in solchen Räumen einfach nicht klar. Aber diese Control Tears, die fand ich super cool. Also wir lernen natürlich durch solche Runs halt auch Items kennen. Die uns dann im Hauptrun, die kennen wir dann halt schon. Ist dann gut. Wobei ich gar nicht weiß, ob in der Challenge andere Items auftauchen können als in dem Hauptrun. Im Sinne von, manche Items können ja erst auftauchen, wenn man sie freigeschaltet hat. Boss gefunden übrigens. Gehen wir gleich mal Boss kloppen, den ersten. Ciao. Nice. So, Boss kloppen. Ach komm. Mein Ernst?
Eis. Shop. Zumindest mal reingucken. Nichts, natürlich nichts, was wir jetzt kaufen können mit 3 Münzen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht kommt einem hier auch ein Creep-Dings entgegen. Ich hab vergessen, wie er heißt. Da ist schon wieder Morms... Oh, die Zeitlupe. Oh, die freaking Zeitlupe. Zeitlupe, die... Nee, das ist ja die kaputte, das ist ja die kaputte Stopwatch. Aber da ist wieder Morms Key. Morms Key wäre natürlich ein Ding. Morms Key wäre natürlich schon eine Hausnummer, die man angehen könnte. So, jetzt erstmal wieder Boss. Nummer 2. Der Duke of Flies. Nichts Spezielles, nichts Besonderes. Einfach weg mit dem Vieh. So. Nice. Und da ist mein Geld. Da ist mein Geld für den Key. Eine Münze noch. Eine freaking Münze noch. Aber wir haben noch ein paar Räume vor. Oh mein Gott. Ich muss gleich nachdenken. Ist das der Pakt? Mit dem bösen Damage ab? Da ist meine Münze. Stabil. Ist das der Pakt? Oder ist das... was anderes. Das ist das mit dem Blut dran. Ich muss kurz gucken. Das ist das mit dem Blut dran. Es ist gepackt. Damage plus Tears up. Aber plus 0,5 Damage up, plus 0,7 Tears up, plus 2 Black Hearts. Ja gut, die Black Hearts. Nee, ich nehme, was ich kriegen kann. Was ist der Sack? Wait a moment. Was ist der Sack? Wo ist der Sack? Andererseits, wenn ich jetzt nicht das nehme, erhöhe ich doch wieder die Chance auf den Angel Room, ne? Wenn ich ein Devil Deal, vertue. Ach, ich finde den Sack jetzt nicht, ist mir jetzt auch egal. Nicht irgendein Familiär, der mir folgt oder so. Ah, nehme ich jetzt für 2 Herzen den Pakt mit? Oder hoffe ich auf einen Angel Room? Und in einem Angel Room könnte ich ja mehr... Ich hoffe auf einen Angel Room. Mal gucken, ob die Theorie funktioniert. Wir werden sehen. Ich will eigentlich nur das halten. Okay, wir warten noch damit. Vielleicht werde ich ja nochmal getroffen. Oha, ja, okay. Hello, my friend. Mach mal nicht alles kaputt hier. Alter, wie lange ich noch, wie wenig Schaden ich noch mache. Ah, wollte auch den Pakt nicht mitnehmen, ne? Ah, komm schon. Ach, hör doch auf, die ganze Kacke da zu spawnen. Mach dich erstmal weg hier. Aua. Oh, das ist ja gut jetzt. Puh, nee. Das ist jetzt nicht so, was ich wollte. Also okay. So, was haben wir hier? Einen sehr stabilen Raum. Jemals das Herz liegen lasse, versehentlich, so wie das eine Mal den, dieses andere Trinket, dann ist Kacke. Oh, ich hätte übrigens erst den Key kaufen sollen. Ups. Ich hätte erst Moms Key kaufen sollen, war die falsche Reihenfolge, weil dann wäre aus den Kisten schon mehr rausgekommen eventuell. Naja, was soll's.
Besser spät als nie, nicht wahr? So. Besser spät als nie. So, haben wir alles? Nee, Quatsch, Stachelraum haben wir noch nicht. Stachelraum haben wir noch nicht. Wo ist er? Ach, da unten. Karte lesen will gelernt sein. Cooler Stachelraum. Wirklich richtig stabiler Stachelraum. Na gut, immerhin kriege ich nochmal einen Schlüssel. Ist okay. Na, es reicht das Herz da oben. So, Abflug. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Jetzt kommt's schon wieder drauf an. Oh Mann. Das ist doch geblind. Gut, das ist wieder ein gefährlicher Raum, weil die sich alt sind, so Dinger aufteilen und die rennen überall in mich rein und ich kenne mich doch. Ach Gott, ey, ich kann nicht ausweichen. Ich kann einfach nicht ausweichen. Ha! Aber mich reizt es einfach, diese verfluchte Challenge zu spielen. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.